Schwer zu glauben, doch der Game Boy Advance ist 20 Jahre alt. Wo ist die Zeit nur geblieben? Ich erinnere mich noch so gut, als ich ihn 2001 im Oktober zu meinem Geburtstag bekommen habe. Einige Monate nach Release und es waren dunkle Zeiten, in denen wir gelebt haben. Wortwörtlich, denn der erste Game Boy Advance hatte keinen Hintergrund oder auch keine Vordergrundbeleuchtung, wie es der erste Game Boy Advance SP dann hatte, der 2 Jahre später rauskam. Bis dahin hieß es weiterhin in guten Lichtquellen sitzen und da seine Game Boy Advance Spiele spielen. Aber das Gerät war so ein Hardware-Schritt nach vorne, wir haben es einfach durchgemacht. Zumindest ich und viele andere, die den ersten Game Boy Advance ihr eigen nennen konnten. Und mein erstes Spiel war nicht einer der beliebten Launch-Titel wie Super Mario Advance oder Castlevania oder gar F-Zero. Nein, ich entschied mich für ein kleines, sympathisches Spiel namens Kuru Kururin. Und das schauen wir uns heute mal bei der schnellen Runde an. Mal wieder über die Wii U Virtual Console. Danke Wii U, dass du eine so breite Auswahl an Game Boy Advance-Titeln zur Verfügung stellst. Ah, klassisch. Und jedes gute Game Boy Advance-Spiel braucht natürlich eine gute Story. Und wie kommen all diese Kinder gleichzeitig auf die Idee, lasst uns in die Welt hinausziehen und nie wieder alleine zurückfinden? Also muss natürlich der große Bruder Kururin sich auf die Suche machen, seine Geschwister wieder einzusammeln. Und wie macht man das am besten? Natürlich im Helikopter. In dieser kleinen Intro-Szene sieht man auch schon ganz gut, worum es eigentlich im Spiel geht. Hauptsächlich ist es der heiße Draht Advance, könnte man sagen. Kuru Kuru Kururin, eigentlich auch eine Serie von Nintendo. Das ist nicht nur ein Spiel, das waren insgesamt 3 Spiele. 2 für Game Boy Advance, 1 für den GameCube und nur das erste kam in Europa raus. Nicht mal in Amerika, nur der erste Teil für uns in Europa auf dem Game Boy Advance. Und wir wollen jetzt nicht zwingend nochmal die Intro-Cutscene gucken. Ich möchte einfach mal das Spiel zeigen. Wir können auch direkt mehrere Profile auswählen. Und auch ein Gastprofil erstellen. Das werde ich jetzt mal für diesen ersten Durchlauf machen. Danach wähle ich nochmal mein erstes Profil, damit ich mal was von den späteren Leveln zeigen kann. Denn der Anfang ist so ein bisschen sehr leicht. Und ich möchte da noch ein bisschen was von den herausfordernderen Levels zeigen. Herausfordernd kann es dann auch im Challenge-Modus werden. Da gibt es ein paar kleinere Herausforderungen, wo man versucht, seine Bestzeiten zu schlagen. War nie so ganz meine Art, das Spiel zu spielen. Ich war nie so derjenige, der immer seine beste Zeit noch mehr verbessern wollte. Es gibt auch einen Übungsmodus, den haben wir allerdings erst freigeschaltet, sobald wir uns in den Abenteuermodus geworfen haben. Make-up, denn wenn wir schon unsere Familienmitglieder retten, dann wollen wir natürlich auch so gut wie möglich aussehen. Leider haben wir da noch gar keine Option, außer eben die Standardausrüstung. Und ein Versus-Modus. Multiplayer durfte natürlich nicht fehlen. Ich meine jedoch, da brauchte man mehrere Module desselben Spiels und das hatten wir damals leider nicht. Blieb also für mich ein Einzelspielerlebnis, aber egal, dafür gibt es dann den Abenteuermodus. Man hat direkt zwischen Normal und Easy und weil ich das ja schon sehr lange spiele, das Spiel, gehen wir auf Normal. Kururin, meine Kinder haben sich in ein anderes Land verirrt. Kannst du sie bitte für mich retten? Aber ich war noch nie in der Welt da draußen. Das sagst du mit deinem Propeller? Mit deinem Helikopter? Ach, es wird schon gut gehen. Der Lehrer Herr wird dir alles beibringen. Möchtest du mit ihm üben? Nein, denn das ist eine schöne Sache an dem Spiel. Man muss nicht das Tutorial durchmachen, man kann, wenn man möchte. Aber ich glaube, ich bin besser dran, wenn ich euch das Spiel einfach erkläre. Und wie schon gesagt, Kuru Kuru Kururin ist einfach der heiße Draht mit einem Propeller. Wir müssen uns durch mehrere Kurse durchmanövrieren und bloß nicht mit den Wänden kollidieren. Mit der A-Taste können wir gleichzeitig noch ein bisschen Gas geben und wenn wir A und B gleichzeitig drücken, dann, wow, das könnte schon ein bisschen zu schnell sein. Und genau das war es, mein erstes Game Boy Advance-Spiel. Ich weiß auch gar nicht genau, warum ich mich gegen Mario oder Castlevania und F-Zero entschieden habe. Ich glaube, ich wollte damals einfach etwas ganz Neues für den Game Boy Advance haben. Mario Advance, das war ja einfach wieder Super Mario Bros. 2 neu aufgelegt. Und auch F-Zero und Castlevania kannte man ja. Welche anderen Game Boy Advance Launch-Titel es da gab, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe über Kuru Kuru Kururin in diversen Magazinen gelesen. Und es sah so freundlich, so bunt, so einladend aus. Und verglichen mit den Game Boy Color-Spielen, die ich davor gespielt habe, war es doch schon ein ziemlicher
Schritt nach oben in Bezug auf die Grafik. Solange wir übrigens auf diesen Feldern hier unterwegs sind, diesen Markierungen, sind wir sicher, wir können nicht mit den Wänden zusammenstoßen. Man wird noch so ein bisschen an die Hand genommen, aber ist okay, das Spiel hat ja gerade erstmal angefangen. Später kann man in den Leveln auch noch kleine Extras einsammeln und Lebensenergie für zwischendurch gibt es natürlich auch. Insgesamt haben wir 3 Hitpoints und wenn wir die alle verlieren, dann kann man den ganzen Kurs auch mal machen. Es gibt keine Checkpoints an sich, nur diese Zwischenfelder, die ab und zu mal unsere Energie auffüllen. Oben in der Ecke tickt auch die Uhr und ich könnte versuchen, den Rekord zu unterbieten, aber nee, das war nicht so ganz meine Spielart. Da gerade eben haben wir noch ein Extra für den Make-up-Bereich eingesammelt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Man kann nämlich seinen kleinen Helikopter ein wenig customizen. Das Grassland wäre damit auch fast abgeschlossen. Hinab! In den Helirim heißt der, glaube ich, also ich bin mir da echt nicht sicher. Ich meine, ich habe den Namen auch in Smash Bros. Gehört. Ich glaube sogar, es gibt gar keinen Kuru Spirit in Smash Bros. Ultimate. Es gab ein paar Trophäen oder Sticker in den vorherigen Smash Bros. Spielen, aber danach? Es ist eine wirklich vergessene Serie von Nintendo. Man sagt ja, Serien wie F-Zero oder Kid Icarus sind viel zu stark unterrepräsentiert, aber Kurokurokurin. Ich glaube, niemand außer ich hat in den letzten Monaten irgendeine Art von Video dazu gemacht. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Und seht ihr den kleinen Vogel, der ja jetzt an meinem Propeller haftet? Das ist einer unserer kleinen Brüder, unserer Geschwister. Und komm mal schön mit, mein Freund. Wir wollen dich doch wohlbehalten wieder nach Hause bringen. Hey, Chikurin, Mama hat sich Sorgen um dich gemacht. Bruder Kurin, danke, dass du gekommen bist. Und was darfst du zu deiner Verteidigung zu sagen, dass du einfach so in ein fernes Land gereist bist, ohne mal Bescheid zu sagen? Ach ja, und jetzt ist es einfach müde. Ja, ja, das haben wir ja besonders gern. Sich im Nachhinein nicht um die Konsequenzen scheren. Als nächstes folgt der Ozean. Einige Federn werden auftauchen. Und nein, damit meine ich keine Federn, die dich durchkitzeln. Zum Abfedern. Auch wenn man nicht das Tutorial spielt, es gibt zwischendurch immer ein paar Tipps und Tricks vom Lehrmeister her. Wie ihr gerade seht, nach und nach werden immer mehr verschiedene Gimmicks eingeführt, aber insgesamt gibt es nicht besonders viel Variation im ersten Kururin. Und ich bleibe einfach bei der Kurzform Kururin, jedes Mal den ganzen Namen zu sagen, das ist, glaube ich, ein bisschen überflüssig. Doch ungelogen, es handelt sich hierbei um eine ganze Serie und wenn ich mir die nachfolgenden Teile so anschaue, das habe ich als Vorbereitung für dieses Video gemacht, dann wirkt der erste Teil noch ziemlich basic. Der Stil ist ja relativ hübsch, ansehnlich, die Musik ist jetzt nichts, was einem im Gedächtnis bleibt, aber stört auch nicht, passt eben zum Spiel. Aber allein der zweite Teil, der für den Game Boy Advance rauskam, hat einen durchaus anderen Stil. Mehr so ein Pop-Up-Comic-Buch-Stil, ein bisschen mehr Energie geladen und das, wow. Ich habe die Serie selber jahrelang eher ignoriert und wenn ich mir die anderen Teile jetzt so ansehe, habe ich plötzlich Lust, mal ganz schnell nach eBay zu hüpfen und mich da umzuschauen. Ein Teil für den GameCube folgte auch noch und da hat man dann noch mehr Gimmicks und noch mehr Grafikspielereien eingebaut. Und das ist schade, dass Nintendo diese Serie so nicht nur komplett vergessen hat, auch ganz schnell nach dem GameCube-Teil ignorierte. Es war im Gespräch, dass das zweite Game Boy Advance-Spiel noch in Amerika rauskommen sollte. Leider war das dann auch nicht der Fall und wir Europäer sind die einzigen, die ein Kuru-Kuru-Kuru-Spiel bekommen haben. Und wie gerade gesagt, das Ganze gibt es auch auf der Wii U zum Download und wenn ihr so Spiele wie der heiße Draht mögt, so ein bisschen Geschicklichkeit, dann könnt ihr mit diesem Spiel, denke ich, nicht besonders viel falsch machen, aber es ist, wie gesagt, nicht sehr viel Abwechslung mit drin. Man muss schon darauf stehen, sich hier durchzumanövrieren und Highscores aufzustellen, seine Zeiten zu schlagen. Für lange Zeit war dies aber das Einzige, was ich auf dem Game Boy Advance hatte, bis dann Weihnachten 2001 eintrudelte und Wario Land 4 in meine Game Boy Advance Collection kam. Danach habe ich Kurukurin nicht mehr so oft gespielt, aber es war dennoch ein Spiel, das ich gerne mal zwischendurch in den Game Boy Advance eingelegt habe. Und das ist es auch im Groben und Ganzen. Ein angenehmes Zwischendurchspiel.
Oh, und ich habe gar nicht mal so richtig aufgepasst. Wir haben schon die zweite Welt geschafft. Hi, Hoyorin. Mama hat sich Sorgen um dich gemacht. Was ist mit mir passiert? Du hast keine Ahnung, wie du hier gelandet bist? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert er mich an einen Enton. An einen Shiny Enton. Von der Farbe her passt es zumindest. Als nächstes ging es dann in den Dschungel. Doch, ich will mal kurz mein anderes Profil starten, damit wir uns mal einen der späteren Level angucken können. Ich habe es auf der Wii U noch nicht durchgespielt. Das habe ich damals auf dem Game Boy Advance zu Genüge getan. Und ja, die späteren Level werden knackig schwer. Für Anfänger ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es einen Easy-Modus gibt. Schauen wir uns einfach mal den ersten Höhenlevel an, denn wenn doch mal das Spiel ein bisschen zu schwierig ausfallen sollte, kann man auch ein klein bisschen tricksen. Wenn wir im Anfangsbereich nämlich die Select-Taste drücken, können wir die Länge unseres Helirins so ein bisschen anpassen und das macht das Spiel natürlich um einiges einfacher. Und so ungern ich das eingestehe, ich habe das damals hier und da schon gerne gemacht, vor allem in den letzten beiden Welten, die dann doch einiges brutaler ausfielen. Eins steht auf jeden Fall fest, wenn ich mal an die anderen Kururin-Spiele rankommen sollte. Jetzt habe ich so richtig Mist gemacht. Wenn ich mal an die anderen Kururin-Spiele rankommen sollte, dann würde ich da auch gerne ein paar Videos zu machen, zumindest zu jedem eins, weil es ist ja oft die Rede von vergessenen Nintendo-Klassikern, die man gerne wiedersehen möchte. Und dieses Spiel ist wirklich absolut in Vergessenheit geraten. Und hey, wenn ich das bei dem einen oder anderen ins Gedächtnis rufen kann, warum nicht? So basic der erste Teil auch ist und so schlecht ich auch spiele, es hat seinen Charme. Und jetzt noch ein Versuch, die Stage zu spielen, die ich als nächstes machen müsste. Oh, ich saß hier gestern noch dran und hab's nicht auf Anhieb geschafft. Es war aber auch schon spät und da hat meine Konzentration so ein bisschen nachgelassen und ja, ich glaube, sie lässt jetzt schon nach. Ab diesem Zeitpunkt im Spiel muss man auch wesentlich mehr mit den Beschleunigungstasten umgehen. Ja, und nicht auf diese Art und Weise. Ich meine, das ist gerade mal der Mittelpunkt des Spiels. Danach kommen noch gut 3 oder 4 Welten. So, einmal kurz hier. Gut, noch bin ich nirgendwo angeeckt und ein bisschen Gas geben. Ich wäre vor allem gespannt, mal den GameCube-Teil auszuprobieren, weil es ist doch so ein bisschen tricky, ein Spiel dieser Art, was feine Bewegungen erfordert. Ja, mit feinen Bewegungen wäre das gerade nicht passiert. Ein Spiel dieser Art mit dem Analogstick zu spielen, das würde doch ein bisschen mehr Präzision ins Spiel bringen. Wenn man mal vorausschauen möchte, kann man auch einen Blick auf die Karte werfen und ja, ab hier wird es dann doch ein bisschen schwierig mit einigen Stachelbällen als Hindernis und ganz da hinten ist das Ziel. Ich glaube auch, die Rekordzeit werde ich heute nicht mehr unterbieten, aber das ist okay. Gesagt sei auf jeden Fall, dieses Spiel ist sicher nichts für ungeduldige Menschen oder wenn man nicht... Ups, wir wollten noch gar nicht sehen, dass es auf der Wii U läuft. Ah, befreie mich aus dieser Hölle, in der ich gefangen bin. Ich könnte jetzt einfach hier oben lang gehen und die Stage wäre geschafft, aber es gibt da noch ein kleines Detail, das ich einsammeln möchte. Dieses Customizable Item. Und hier bin ich gestern dann nicht mehr rausgekommen. Ah! Komm, hoch. Ich will doch nur einen Verdammt nochmal. Es wäre, glaube ich, noch ein ganz guter Zeitpunkt, um die Make-up-Funktion zu zeigen. Denn ich habe ja gerade gezeigt, man kann einige Gegenstände unterwegs aufsammeln. Wir können uns einen anderen Paint-Job verpassen. Wenn man es gerne rot und blau mag oder mehr bläulich. Regenbogenfarben gibt es auch, wobei das ist nicht ein Regenbogen, mehr so eine Neonleuchte. Auch unsere kleinen Geschwister können auf den Ausflug gerne mitkommen, wenn man darauf den Lust haben sollte. Oder wenn man so ein bisschen den visuellen Flair noch ändern möchte, dann gibt es da noch ein paar mehr Spielereien. Ich glaube, wir können das auch mal gerne einfach so ausprobieren.
Okay, jetzt sieht es einfach aus wie eine Zuckerstange. Warum nicht? Einmal will ich noch mich am Challenge-Modus probieren. Der war nur leider, wie gesagt, nie so ganz mein Interesse. Es hat auch jedes Level das gleiche, die gleichen visuellen Eigenschaften und das wird dann doch so ein bisschen alt. Anders als im Story-Modus hat man auch hier nur immer ein Musik-Theme und ein generelles visuelles Thema und das war für mich dann doch so ein bisschen dröge auf die Zeit. Zusätzlich hat man hier nur 2 Lebenspunkte, also ist noch mehr Fingerspitzengefühl gefragt, aber das müsste ich jetzt eigentlich noch ganz gut hinbekommen und wir haben es geschafft. Es ist einiges dabei, was einen bei Stange hält, ein langer Abenteuermodus, mehrere Herausforderungen, Multiplayer ist auch drin, den ich nur leider jetzt nicht zeigen kann. Und das war Kuru Kuru Kururin. Ein super sympathisches Gameboard-Warnspiel, eine charmante Serie, die wirklich in Vergessenheit geraten ist und vielleicht doch mal vom ein oder anderen Retro-Fan ein bisschen Aufmerksamkeit verdient hätte. Das war die schnelle Runde für heute. Danke fürs Einschalten und Happy Birthday Gameboy. Bis zum nächsten Mal.